Jetzt, meine Freunde, ihr wartet alle wieder drauf. Gewitter im Kopf. Und übrigens, ich habe da eine Ankündigung zu machen, meine Freunde. Ich muss demnächst wieder rappen. Mehr sage ich dazu an der Stelle nicht, was Gewitter im Kopf damit zu tun hat. Und eventuell, wenn ich du wäre, reden wir nicht drüber. Schauen wir jetzt einfach mal das neue Video. Tourette backt Osterlamm Hase. Also eigentlich ja ihr zwei, aber ja. Köftespieß. Hallo und herzlich willkommen, Leute. Das ist Zitrone. Das ist eine Zitrone. Ich glaube, er weiß, dass das eine Zitrone ist, du Depp. Das ist doch das ist gut für deine Haare. Blödes Arschkind. Ja, du willst es, du kriegst es. Auch in den Nacken, das ist sehr angenehm. Es ist gut gegen Mücken. In den Nacken ist es sehr angenehm. Scheiße, Mann, wirklich dieser arme Kerl. Ich wäre einfach das. Ey, auch wegen Corona und so, macht eine Plastikwand dazwischen, Jungs. Macht einfach eine Plastikwand dazwischen. Die falschen Tabletten genommen. Er kann jetzt schon nicht mehr. Oh mein Gott, ich muss mich kurz sauber machen. Warum steht da immer alles an Sprays? Ich frage mich halt wirklich, was passiert? Was passiert, wenn da einfach eine Handgranate liegt? Zieht der einfach den Splint raus? Würde der das einfach... Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann es mittlerweile nicht mehr einschätzen. Hände weg! Ich glaube aber nicht. Der Nacken ist schön. Halt's auch her. Gib mir nicht ruhig was. Es duftet. Oh mein Gott, das Gesicht. Es duftet. Ah, Ben Lex. Oh. Licht brennt, weil ich mich rasiert habe. Dieser Soundeffekt. Oh, der rasiert. Ja. Ich hab Rasierwasser. Deine Hoden auf dein Gesicht, das ist meins. Alter, das ist so eine Folter. Seht ihr den Schmerz in seinen Augen? Alter, Junge. Oh nein. Der arme Junge. Mann. Ich würde es auch für mich machen lassen, wenn ich damit 10.000 Euro oder mehr im Monat verdiene. Gut für die Haare, du Kasper. Ich hab gehört, das hilft gegen Akne. Oder willst du aussehen wie die Arschlochis? Die Arschlochis? Pfoten auf dein Gesicht. Guck mal. Beste BDSM-Porno, den ich jemals gesehen habe. Schmeckt, das ist geil. Ah, das brennt! Sadismus, ja. Sadismus. Ja. Sorry, das tut mir leid, aber irgendwie... Meine erste Zitrone. Ihr hattet das Apfelerlebnis, wollt ihr auch das Zitronenerlebnis? Unbedingt. Es ist so geil, wie Gisela mittlerweile komplett Takeover macht und moderiert. Oh nein, bitte nicht das Zitronenerlebnis. Bitte nicht das Zitronenerlebnis. Tim will es nochmal, habe ich gehört. Ich habe zum Glück noch ein paar Ersatzzitronen gekauft. Also die brauchen wir nicht. Warum bin ich so dumm und stell das alles da? Das ist die richtige Frage. Warum bist du so dumm? Du alte Kartbar! Alter. Mein ganzes Gesicht brennt gerade so. Ich muss das, glaube ich, erstmal waschen. Ja, ein Vorgeschmack darauf, wenn ich dir die Säure einlassiere. Zum Teufel. So, Leute. Tim ist wirklich Abitur Brandenburg Logo. Also da Merchandise, Testimonial. Dings. Da wird es mal langsam Zeit für das Intro. Also herzlich willkommen. Blödes Katzen. Doch, du Arsch. Du hast keine Katze. Hör auf, das zu sagen, Mann. Ja, aber jetzt gehst du Team hin. Ja, jetzt pack die Zitrone bitte. Du hast eine Diskussion angefangen. Du machst das aber unfair, da hast du Unfälle mit. Wie heißt das? Wie heißt sie? Sag es. Ja. Wie lange habe ich Zeit zum Nachdenken? Tu deine Finger weg. Wie heißt sie? Jetzt an 3 Minuten. Alter, Junge. Alter, diese Befriedigung bei Gisela, das ist ein... Jungs, macht mal eine Pause. Wie lange habe ich denn Zeit zum Nachdenken? Es ist eh zu spät. Wie heißt sie? Aber nicht auf den Tisch tropfen, bitte. Das klebt immer so. Warum? Leugnet nicht meine Serengeti. Du hast keine Serengeti-Katze. Was ist eine Serengeti-Katze? Ist das die Serengeti nicht ein Teil von Afrika irgendwie? So eine Savanne? Nicht noch eins. Leugnet sie nicht. Du hast keine Katze. Alter. Oh, sie existiert. Das ist ein Nationalpark, ja genau. Arschloch. Was mache ich denn jetzt? Du dreckiges Missgeburt. Hallo. Sie lebt. Nein. Könnt ihr das sehen? Ach du heiliges Theater. Ach du heiliges Theater. Man kennt es nicht. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Theater um sich reißen. Ich will doch einfach nur ein Intro machen, wo man alle Zutaten sieht. Du hast es davon. Ja, jetzt machst du auch noch einen auf die Fatma. Okay, und die Eier kommen jetzt erstmal weg.
So wie alles andere, was hier eventuell irgendwie dazu führen könnte, dass hier eine Eskalation stattfindet. So, wir haben... Zum Glück ist es ja bis jetzt noch kein bisschen eskaliert, oder Jungs? Ist ja eigentlich bis jetzt ein ganz ruhiger Abend. Uns passend zu Ostern dazu entschlossen, dass wir einen, wie heißt der Kuchen hier, einen Lammkuchen machen. Ein Lammkuchen, genau so. Nicht Osterlamm, ein Lammkuchen. Osterlamm. Genau, dazu werden wir noch einen Osterhase machen. Boah, bei mir klebt einfach alles rum in der Hand. Wie nennt man das Oster... Hast du dir einen gewichst? Ich wollte eigentlich nur unsere Zutaten zeigen. Ich hätte nicht gedacht, dass jetzt hier ein Zitronenerlebnis passiert. Auf jeden Fall haben wir Milch. Wir haben Perlen, die ich erstmal schon hier rübergestellt habe. Er denkt langsam mit. Tims Gehirn scheint vielleicht doch ansatzweise normal zu funktionieren. Nicht schlecht. Meine Mutter ist eine feuchte Straßendirne. Einhornstreusel haben wir, Butter, Zitronen. Ha, Puderzucker! Das ist Trockenshampoo, nimm die Haare raus. In der DDR hat's auch geklappt. Was? Das ist Trockenshampoo, nimm die Haare raus in der DDR? Ich verstehe es nicht. Oder Zonengabi, was sagst du dazu? Nein, ich komm nicht. Ich sag der Trockenshampoo. Jetzt kommt's. Das gibt dem, also tu doch einfach mal die Sachen nur auf deine Seite. What the fuck, Tim? Das sind Einhörner, die kommen später oben drauf. Du bringst gerade die Einhörner um. Warum tust du das? Frag mal kurz an den Speichernagel, wer das ist. Vielleicht die Post. Tim, deine Folterwerkzeuge sind gekommen. Wie? Wenn sich fragt, wofür die Sprühsahne ist, wir machen ja halt Osterlamm. Ich stopf dir das Maul damit und danach deinen After. Also eigentlich war das okay. Dafür gedacht, die Wolle von dem Lamm zu machen. Ja. Okay, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich finde es so geil, wie Tim sich wirklich immer so Mühe gibt. Ja, ich habe das und das und das geplant und dann geht's wieder komplett in die Hose. Es wird einfach scheiße. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr denkt, ob das gut enden wird. Ich glaube, sie können schreiben, die gucken sich Gewitter im Kopf an. Die sind dumm. Viel Spaß bei dem Video, Leute. Dann fangen wir mit dem Osterzopf an. Sind da noch Nudeln mit dabei? Nee. Zunächst trennt ihr das Eiweiß vom Eigelb. Nein, nicht den ganzen Zucker. Alter Junge. Du wolltest es, du kriegst Zucker. Scheiße, na Gott, hör doch auf. Ja, schön, ja. Oh, fuck. Wir lassen das. Das ist einfach nur schrecklich, sich das anzugucken. So einfach wie wir das. Du bist ja Schneeweißchen. Ja, aber warum? Schneescheißchen. Frohe Ostern. Köftespieß. Also da muss Köftespieß. Ja, da muss jetzt ein Ei rein. Genau, also das Eigelb vom Eiweiß trennen. So in etwa, ne? Ja. Also das ist das Eiweiß. Das, was nicht gelb ist, ist das Eiweiß, ja, und ich schaff das. Genau, das, was nicht gelb ist, ist das Eiweiß, Jungs. Ihr habt's echt erfasst. 2 Esslöffel Milch. Ja. Weißt du was, soll ich dir nicht die Haare waschen? Nein. Hab ja, also doch, aber mit Wasser bitte, nicht mit Milch. Kopf dahin! Wie machst du das, Alter? Das läuft ja alles daneben, das ist ja viel zu viel. Jetzt wird Kahn gewaschen. Alter! Ja! Die Friseure haben geschlossen, aber ich bin offen, Fahr. Alter Junge, auf seinem Kopf wird einfach ein Kuchen gebacken, Digga. Jetzt noch Mehl dazu, den Kopf von ihm in den scheiß Ofen, Digga. Da kommen Muffins raus oder sowas. Ganz wilde Nummer heute hier. Alles. Und ist das so angenehm? Gut. Oh nein, das Eigelb ist ausgekippt. Ja, das ist unser größtes Problem, hast du recht. Ich würde mich über eine positive Bewertung freuen. Oh, warum? Alter. Wir wollten doch nur ein Ostern. Mangosaft. Ey. Der arme Junge. Tim, lass einfach so. So ist besser, wirklich. Köftespieß. Lass einfach genau so. Deine Frisur ist eh für den Arsch. Ich brauch das nicht. Nein, nicht noch mehr draufschütten. Und Zucker. Mehl auch. Nein, nicht noch mehr. Nein, das gibt mir. Backerkuchen. Deine Fotze hat gerufen. Alter. Aber wir haben doch schon fast gar nichts mehr. Nein. Ein Teelöffel Zucker muss rein. Tim sieht so super heiß aus heute, wirklich. Ein Rötzlöffel. Ja, das reicht. Mach dein Maul auf. Nein, ich will kein Zucker essen. Warte, ich saug dich ab, nicht bewegen. Nee, nicht absaugen. Doch. Oh. Ayo. Ich würde sagen, wir wechseln jetzt mal gerade zum Osterlamm, weil für das müssen wir gleich an den Herd gehen. Das lassen wir erstmal hier. Weiche Butter mit Zucker, Salz und Zitronen, Abrieb, schaumig schlagen. Delfine sind Spulehaie. Wie heißt meine Katze? Welche Katze? Die Lilly. Der soll ja mal den scheiß Namen von der Katze sagen. Wie heißt die denn jetzt, Chat, Alter? Ich weiß es nicht. Ja, meinst du die Lilly? Das ist eine andere Katze von mir. Welche andere Katze? Ja, ich habe viele. Alle. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob das richtig ist, was ich hier mache. Ist falsch, weil du nimmst einfach viel zu viel. Die heißt nicht Serengeti, das ist die Art der Katze. Leute. Bro, du reibst viel zu viel Zitronenabrieb da rein. Das, die Zeste ist einfach nur die Schale. Das weiß sogar ich. Dumm. Boah, das geht in meine Augen, Tim.
Damit müssen... Butter verwende ich nur zum Masturbieren. Warum? Auf die Nacktfotos von Revi. Jetzt wissen wir, was Gisela von mir hält. Sie liebt mich. Ja, ich besitze sie. Er hat sie mir geschickt. Oh, da gibt etwas, was wir noch nicht wissen. Revi, möchtest du uns das vielleicht mal gerade erläutern? Er hat mein Handy gehackt. Ich war es nicht. Das war nicht für ihn gedacht. Achso, das müssen wir jetzt schaumig schlagen. Mehl kommt da noch rein. Komplett? Ja, doch. Du musst sie aufschlagen und dann reintun. Mehl mit Backpulver mischen, abwechselnd mit dem Zitronensaft unterrühren. Wenn ich die Nacktfotos von Lukas sehe, muss ich mich übergeben. Genau so ein Ding ist das. Das meinst du, um seine Freundin die weiterschickt, weil sie die nicht mehr haben möchte. Alina, du tust mir so leid, dass du Wife teilweise nackt sehen musst. Es muss schrecklich sein. Beim Reh mag ich es, wenn er Frauenkleider anhat. Ich auch. Ich trage sie gerne für dich. Das ist kein Ding, Gisela. Nein. Nein. Diese Haare sind komplett... Rasier die einfach... Wirklich, Tim, nimm dir einfach... Lass Gisela deine Haare schneiden. Nimm dir einfach eine Maschine und mach einfach Glatze. Deine Pfoten weg. Da rein. Glaubst du etwa, dein Körper gehört dir? Das stimmt nicht. Das ist falsch. Das hat Prinz Markus damals auch gedacht. Also das haben die Frauen bei Prinz Markus auch gedacht, dass der Körper ihnen gehört. Aber so nicht. Gehört er denn sonst? Mir. Deinem Alpha. Soll ich einfach meine Haare ausfringen? Ich glaube, dann haben wir genug Zitronensaft da drin. Ah, nein. Da sind ja auch Eierschalen drin, ne? Alter, Tim sieht aus, als hätte der 20 Tage lang Meth genommen. Guckt ihn euch mal an. Schaut euch das mal bitte an. Der sieht aus, als hätte der 20 Jahre lang Meth genommen. Köstlicher Spieß. Ja. Das Spray nehme ich an mich. Das soll in die Form. Mhm. Das kommt in die Form. Wie heißt die Katze? Wie heißt die? Mund auf. Serin. Hör auf, dich dabei bitte anzufassen. Das muss nicht sein. Gideon. Serengetian, genau so heißt die Katze. Nein, lass los! Nein, hör auf! Ich spritze! Das ist der weirdeste Schwulenporno, den ich jemals gesehen habe. Verdoppelt. Nein, ich schütze dann. Ist das eigentlich? Also ich dachte, das ist irgendwie so Nagellack entfernt. Nee, das ist Spray, so. Damit man das da Nagellack entfernt. Damit man das leichter rauskommt. Genau, damit man später den Teig leichter rausbekommt. Du hast den Teig in deinen Haaren? Sei mir dankbar! Mach's der Mama! Und du machst es. Was erzählst du denn da? Willst du damit sagen, dass die nicht geil ist? Hast du gerade meine Mutter beleidigt? Du musst das nicht auch noch mit da rein? Nee, das ist für das andere Gericht. Das habe ich anders entschieden. Nein! Ich sagte, ich habe das anders entschieden. Halt die Fresse, du Hässlon! Oh, Junge. Okay jetzt. Alles, du Arschloch. Es ist doch gut. Du kannst aufhören. Und jetzt müssen wir an den Herd gehen, Leute. Weil das kommt jetzt... Ich brauche das. Nein, nicht mehr. Nein, nicht mehr. Dein Mund auf. Nein. Mach einfach den Mund auf, tu, was er sagt. Der Junge ist verrückt, der hat eine Waffe. Nein. Mund auf, ich steppe hier rein, Spender sein. 140 Grad, ne? Ja. Nein. Nein, nicht ins Essen. Jan. Ach, du hast Dreck auf dem Kopf. Nein. Ich glaube, die ganzen Sachen, die er sich in die Haare gemacht hat, ich glaube, Tim, deine Haare sind offiziell... Ich weiß nicht, vielleicht steht es dir wirklich so eine 2-3 Millimeter Frisur, da kann dir nicht viel passieren. Deine Haare... Tim, es ist vorbei, mach sie weg, mach sie platt, Bro. Eins in den Chat, wenn Tim sich eine Glatze machen soll. Eins in den Chat, wenn Tim sich wirklich die Haare komplett einmal plätten soll. Ich hole mir ganz kurz was zu trinken und ich lasse euch jetzt mal ganz kurz entscheiden. Bin sofort wieder da. Das ist wohl eine eindeutige Nummer. Tim, es ist Zeit, dass du zu Gisela zum Friseur gehst. Ah, warum? Ah, weil ich dich hasse. Wie, du hasst mich. Splanky Gear, danke schön für das Zap. Was ich noch mehr hasse. Warum? Was willst du machen? Mach den Mund auf. War, du kannst euch das Stativ in den Mund stecken. Ich kann dir auch das rein. Ich bin so dumm. Ich habe einen Kühlschrank hinter mir und renne immer zu dem anderen. Ich vergesse immer, dass mir Red Bull hier einen Kühlschrank hinter mich gestellt hat. Warum? Warum bin ich so? Stecken, was in der Klobrille war. War, nein! Jetzt noch nicht noch mehr ins Gesicht, Jan. Ich hab schon so viel in den Haaren. Nein, komm. Hör auf, bitte. Jan, wir können über alles reden. Ich glaube nicht, dass Jan... Also Jan sieht nicht so aus, als würde er gerade reden wollen. Man verhandelt nicht mit Terroristen, man ergibt sich. Genau. Ich mache hier nichts.
Dann nehmt ihr etwas von dem Eigelb ab, das ich ja aufgehoben habe. Tim, du hast mir gesagt, dass das Eiweiß da rein muss, aber da muss das Eigelb rein. Guck mal, Tim, du hast wirklich in dieser ganzen, in dieser Beziehung zwischen euch beiden hast du einen Job. Du bist dafür verantwortlich, dass er die Sachen richtig zusammenmengt. Wie das Ganze passiert, das ist seine Sache, so gehört es sich, ja? Aber es gibt nicht viele Aufgaben, die du zu erledigen hast. Du musst die Videos schneiden und so weiter und so fort. Aber Tim, wie kriegst du es hin? Wie kriegst du es hin, ihn und Serengeti immer so traurig zu machen? Du enttäuschst auf ganzer Linie. Tim, es ist nicht schwer. Das ist nicht schwer, das Rezept zu lesen. Tim, irgendwann schaffst du das. Bin da mit dir, Tim. Irgendwann kriegst du das hin. Mein Chat und ich unterstützen dich dabei. Wo ist denn der Unterschied? Sogar Jan denkt sich mittlerweile, Mashallah, wie kann das sein? Mit 2 minus 3 EL Milch. Das wäre mal ein Huhn geworden, aber ich hab's geschlachtet. Wir stellen das... Okay, letztendlich hat er damit nicht Unrecht. Jetzt auf den Herd und erwärmen das auf Körpertemperatur. Ach ja, okay, wenn es aufgewärmt ist, geben wir das Mehl in die Rührschüssel. Tu es nicht! Jan, mach das nicht! Entweder mein Mund oder dein Kopf. Dann dein Mund. Warum hat er so viele Chemikalien und Putzmittel zu Hause? Ich meine, klar, der braucht die. Aber gibt es nicht die Möglichkeit, dass einfach den Raum irgendwie vorher... Mietet euch doch ein Studio und schließt einfach alle Schränke vorher ab und macht so einen Boden, der so aus Fliesen ist, mit so einer Abflussrinne in der Mitte, wo ihr einfach nur mit einem Wasserschlauch dann alles abspritzen müsst. Wisst ihr, was ich meine? Macht das nicht mehr in der Wohnung. Vielleicht irgendwie so eine Art Ausrastraum, wo er alles machen kann. Vielleicht sogar irgendwas, wo du gar nicht... Vielleicht sogar ein Raum, Tim, wo du auf so einen Knopf drückst und du wirst einfach rausgezogen, damit dir nichts passiert, weißt du? Was das ist? Ja, Spüler. Und wofür verwendet man den? Zum Klarspülen. Ja! So, ich würde sagen, Butter ist warm. Nein! Ja! Der Tim ist meine Schlampe und mehr nicht. Ist eine Ansage, Tim. Rechtfertigung an der Stelle. Wie jetzt? Ich dachte, wir wären ein Team. Du bist meine Schlampe. Na! Ja. Immer diese stumpfe EDM-Musik dazu. Na! Fühlt es sich fest an? Ja. Oh, das sieht aber geil. Das sieht aus wie so ein richtig geiler Krümelteig, so ein Streuselteig. Ah, das sieht doch fest aus. Fühlt sich fest an. Ist fest. Ich hoffe, es ist auch bissfest. Ja, wenn ich das da drücke, ist es ja wie geknetet im Prinzip, ne? Ja. Ja, es sieht aber gut aus. Er sagt, ja, das sieht aber gut aus. Hast du mal... Sorry, Tim. Aber hast du mal dahin geguckt? Hast du mal dahin geguckt? Das sieht ganz und gar nicht gut aus. Ich meine, ja, aus der Form läuft ein bisschen was über. Aber man nimmt ja auch, man sagt ja auch nicht hier zum Beispiel, das sieht aber ganz gut aus. Das sagt man nicht, das macht man nicht. Das macht ja keiner. Man muss da immer noch irgendwo Realist bleiben, ja? Und ich bin ehrlich, nicht falsch verstehen, das sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus, geht nicht. Nee, also ist okay, aber nicht gut. Gut ist einfach das falsche Wort an der Stelle. Also das eine Ding habe ich ja gerade eben erst reingetan. Mach ich schon mal hier den Test. Ja, Bombe. Kannst du die Gabel vielleicht noch aggressiver da reinhauen? Nimm dir doch einfach direkt deine ganze Faust und ramm deine Faust da rein, Alter. Das sieht sehr gut aus. Nein, sieht's nicht. Es sieht nicht sehr gut aus. Nicht mehr flüssig. Jetzt mach. Hör doch auf, da immer weiter reinzuhauen. Was macht ihr denn? Mach dich komplett kaputt. Ja. Tim, wirklich. Es ist einfach. Gib ihm nicht solche Vorlagen. Sag ihm nicht, tu nicht das. Genau das macht ihr nämlich dann. Einmal recht, wirklich. Nein. Ja, Was sieht so lecker aus? Das sieht doch nicht lecker aus. Guck mal hier vorne das. Ich meine, ja, aus der Form kocht ein bisschen was Teig über und der quillt so ein bisschen raus, weil er wahrscheinlich zu viel reingetan hat. Das ist ja normal. Aber das sieht nicht lecker aus. Das, ich weiß nicht. Finger weg! Nein. Blödes Affenkind. Du bist wie der Hilfe, Junge, der Sex mit Essen hat. Das sieht jetzt okay aus. Das sieht gut aus. Okay. Nicht gut? Okay. Guck mal deine Haare an. Was hast du gemacht? Was warst du? Serengeti war ich das da. Du Arsch! Serengeti, it's sehr gut. Meld dich bitte. Nein. Nein, ja, noch nicht. Noch nicht. Nein. Noch nicht. Es geht. Warum haben die ganze Zeit so Sprays und sowas? Ich habe noch nie in meinem Leben mit so einem Spray irgendwas gebacken. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas gebacken, fällt mir gerade. Doch, ich habe schon mal Brownies mit einer Fertigmischung gemacht. Und Pancakes. Ich keine Ahnung. Geht noch nicht los, okay? Bitte, ich will das einmal wirklich dafür benutzen, okay? Wir machen Kompromiss. Du kannst gleich ganz... Ich sage nein. Du kannst ganz... Ich sage nein.
Ansage gefallen an der Stelle. Du kannst gleich viel sprühen. Du kannst viel gleich... Ein bisschen zusammen. Nein! Jungs, es ist ja nicht so schwer, oder? Vielleicht wäre es an der Zeit, sich... Der ganze Chat ist komplett enttriggert. Vielleicht wäre es an der Zeit, Leute, sich einen vernünftigen Ofen zu holen. Holt euch einfach ein Küchenstudio. Geht, ihr habt zu wenig eingefettet, glaube ich nicht mal. Ich glaube, das ist in der Mitte einfach noch nicht durch. Das wurde nicht gleichmäßig gebacken. Ich bin kein Konditor oder kein Bäcker. Aber ich glaube, der Chat kann mir zustimmen, dass da was falsch gelaufen ist. Entweder war da zu viel Fett drin oder dieses Spray hat alles kaputt gemacht. Aber Hauptsache, Tim sagt, das sieht doch ganz gut aus. Ich habe es von vornherein gesagt. Das sah ganz und gar nicht gut aus, Jungs. Das kleben wir zusammen. Wir kleben das einfach zusammen. Das ist wie wenn so ein Säugling rauskommt und da ist irgendwas. Blöder Vergleich. Das kleben wir zusammen. Ihr wisst, was ich meine. Das ist jetzt bedauerlich, aber unser Hühnchen ist auseinandergerissen. Das ist ein Hase. Das ist ein Osterlamm. Das ist kein Hühnchen. Das sollte ein Osterlamm sein. Nicht mal das Tier habt ihr hinbekommen. Das ist ein Lamm und kein Hühnchen. Jetzt ist es auch egal. Weißt du was? Wir machen da einen Haufen draußen schönen. Ich war noch nie so traurig wie jetzt, glaube ich. Doch, glaube ich schon. Nicht, als ich dir erzählt habe, dass ich den Henry überfahren habe. Aber nicht so. Nochmal mit diesem Spray da drüber. So unnötig einfach. So unnötig, Mann! Nicht so viel Zucker. Was ist denn das? Ich meine, ich finde es schön, dass sie das immer noch versuchen zu retten, aber man hätte ja das in kleine Dinger schneiden können, in Vierecke. Dann hätte man da oben drauf Zuckerguss machen können, dann hätte man so eine Art Brownie, Shortbread Cake, irgendwas draus machen können. Sag Mashallah einfach das hässliche Osterlamm, wenn du es siehst. Nein! Ey, ich will einfach, dass die beiden eine Bäckerei aufmachen. Wenn Corona vorbei ist, lass den beiden die Möglichkeit eröffnen, dass sie eine Bäckerei bekommen. Die sollen eine eigene Bäckerei bekommen und alles, was du da kaufst, ist einfach scheiße. Es ist einfach scheiße und mit Liebe und Hass gemacht. Von einem behinderten Tim, der keine Ahnung hat, und einem verrückten Gisela Jan. Genau so ein Ding ist das. Genau so ein Ding. Ich möchte, dass die beiden eine Bäckerei machen. Bekommen, eröffnen. Ja. So lieblos, wie sie es auch versuchen zu retten. Hier, einfach ein bisschen Zucker drüber, das läuft schon. Junge, ihr macht es nur noch schlimmer. Ihr hättet es einfach wegwerfen können. So, das Osterlamm ist fertig. Eier. So, meine Freunde. So, guck mal. Genau so. So sieht Enttäuschung aus. Guckt mal. Genau so. Das ist wie, stellt euch vor, Höhle des Löwen. Er hat den kompletten Pitch verkackt. Er hat sein Leben daran gearbeitet. Genau so ein Ding ist das. Digga, das ist ein Osterschlampf. Das ist so scheiße. Das ist so ein Müll. Aber warum, wie konnte das passieren? Es war doch fest. Und wir haben sogar Sallys super tolles Lösungszeug da reingesprüht. Sally, du bist schuld. Dazu diese Frisur von Tim, Alter. Leute, das ist einfach... Ich kann nicht mehr. Das ist es einfach. Das ist einfach too much. Das Lamm ist einfach geschlachtet. Das Lamm ist überfahren worden. Geschlachtet, zerstückelt. Jetzt ist es over. Jan, was tust du da? Siehst du aus. Ah, ja, jetzt ist es aber mal gut. Genau, werde ich mal, Junge. Zieh mal dein Messer. Jetzt ist es wirklich gut. Jan, nein, nein, nein. Echt ein Spaß. Reicht's. Welch ein Spaß. Was jetzt mit dem Die haben doch noch was anderes in dem Backofen gemacht, oder? Mich. Na, jetzt wäre ich. Nein, oh Gott. Endlich! Endlich! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Das hat funktioniert. Das hat halbwegs funktioniert. Schokoladenüberguss drüber. Schön anpinseln. Passt. Der Hase ist perfekt. Es hat geklappt. Der Hase ist gut geworden. Er lebt. War jetzt auch nicht schwer, aber sieht nicht schlecht aus. Da Schokolade drüber. Perfekt. Deutsche Fight Club einfach. Er lebt. Er lebt. Nein. Das ist ein schöner Bühlhäschen. Das ist dieses eine Auge da drauf. Warum habt ihr das nicht noch wenigstens angemalt mit Schokolade oder sowas? Warum habt ihr da so ein Auge drauf gemacht? Warum? Ha! Der hat doch nicht da unten, hat er auch da unten Augen. Hühneraugen. Der kommt aus Tschernobyl. Er kommt aus Tschernobyl, der Hase. Dann ist das jetzt... Der Hase hat gewurstet. Dann ist das jetzt unser fertiger, lebender Hase. Ich probier den mal. Nein! Das klebe ich. Schmeckt's? Jan? Boah! Was ist?
Sieht geil aus, schmeckt aber scheiße. Top, Jungs, top. Jan? Jan? Schmeckt er nicht? Boah, das schmeckt so nach Salz, Alter. Bah! Das ist einfach nur Crack, das ist einfach nur Assi-TV, was ich mir gerade angucke. Ich glaub, das kriegt auch deine Mutter. Tina Tequila kann das schon fressen, die alte Dirne. Also Leute, er sieht da wirklich nicht schlecht also aus. Optisch ist der besser, aber geschmacklich ist dann... Jungs. Stirb. Koppenrad, einfach Kockenrad, Crackenrad und Wiese ist das, Alter. Cracken, Crackenrad und Diese. Scheiß Tschernobyl, Missgeburt. Stirb. Nein. Also man muss festhalten, das war das erste Mal, dass nicht alles gut gelaufen ist. Das erste Mal, dass nein, nicht alles gut gelaufen ist. Jetzt das wahrscheinlich. Muss es nicht auch noch sein, oder? Also ich habe jetzt wirklich schon genug abbekommen. So Leute, wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Es war dieses Mal leider kein kompletter Erfolg. Sonst läuft das ja immer super bei euch zum Glück, ne? Wir hoffen, euch hat es gefallen, dass wir uns bei einem von unseren nächsten Videos wiedersehen. Die Rezepte sind unten verlinkt, falls ihr... Genau, ich will das unbedingt nachbacken, jetzt wo ihr das so toll hinbekommen habt. Ich will das unbedingt auch machen. Wenn ihr Lust habt, das mal nachzubacken, vielleicht kriegt es ihr auf jeden Fall besser als wir. Markiert uns da auf jeden Fall bei Instagram. Ich sehe immer wieder bei Instagram, wie ihr uns markiert habt und die Sachen nachgebacken habt. Und das sieht dann meistens besser aus, als die Sachen, die wir gemacht haben. Eigentlich immer. Jungs, ihr seid wirklich... Ihr zwei seid einfach wirklich komplett verloren. Ihr seid... Ihr kämpft auf einem verlorenen Posten. Ich finde es immer noch sehr unterhaltend. Aber ich glaube, dass ihr so langsam einsehen müsst, ist das mit eurer Bäcker- und Konditor-Karriere. Es gibt einfach keinen. Checkt auf jeden Fall unbedingt gerne den Channel von den beiden.